Und willkommen im Waikiki Inn. Möchten Sie sich einchecken, Sir? Ben Franklin. Oh, ich gehe vor, Sir. Und ein kleines Frühstück gibt's von 7 bis 9 in der Tiki Lounge. Happy Hour ist von 5 bis 8 in der Tiki Lounge. Es gibt Mai Tai und Pina Colada zum halben. Geht es auch weniger festlich? Möchten Sie etwas trinken, Mr. Franklin? Ich würde sagen, ein Whisky. Ja, Sir. Mit Gott, verdammter Wichser. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Let's Play Hitman mit Goody. Tja, wie wir gesehen haben, die Saints, also die kleinen süßen Nonnen hier, haben es mächtig auf uns abgesehen. Haben gleich mal eben mal kurz unser Hotelzimmer mit einem Raketenwerfer ausradiert. Ist jetzt nicht unbedingt gerade die freundliche Art, finde ich. Dass ich hier im Bademantel durch die Flammen rennen muss, ist auch jetzt nicht gerade mein Favorite Day. Also ich könnte mir den Abend besser gestalten, als hier durch die Flammen zu kriechen. Aber das zahlen wir den Nonnen heim. Würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass wir es ihnen heimzahlen, den kleinen Bitches. Weil so geht es hier ja nun gar nicht. Hier einfach unseren armen Hitman hier versuchen wegzusprengen. Nehmen wir erstmal ein Bügeleisen in der Hand, einfach nur, weil es da ist. Ah, da ist auch eine Verkleidung, das ist wunderbar, das ist schön. Mit dem Bademantel sah ja nicht so super aus. Obwohl das natürlich jetzt auch eine reine Geschmackssache ist, vielleicht sollte man eine Frau dazu befragen. Ich als Mann fand es nicht gut, da gefallen mir die Nonnen doch viel besser, auch wenn es hochgeschlossen ist. Aber das ist schon heiß. So, die Hessa McCarthy sollen wir eliminieren. Aber nicht nur die, sondern die andere Nonne hier auch noch, die hier durch die Gegend rennt. Wir schleichen uns erstmal hier von Balken zu Balken. Sehen schon das erste Ziel. Da, wo, oh, ja, na also, da können wir uns auch gleich mal hier verstecken. Ab in die Kiste mit uns. Jetzt mal hier rausspielen. Dass das sicher ist, finde ich auch immer ehrlich gesagt ein bisschen verwunderlich. Die Typen müssen echt blind sein, dass wir da durch diese Luke linsen und die uns übersehen. Ich meine, die sind ja auf Versuch. Oh. Da ballert er nochmal in die Tote rein. Wirklich nette Leute Zentrale, hier. Wir haben ein Paket auf dem Parkplatz. Bereit zur Abholung. Over. Angriffsteam sammelt 47 Leiche auf. Säuberungsteam kümmert euch um mögliche Überlebende. Abmarsch. Ja, die Saints sind ein bisschen härter drauf, auf jeden Fall. Aber meine Leiche aufsammeln, das könnt ihr sowas von verbrennen. Na, komm schon her, du. Kleines, heißes Latex-Luder. So soll ich dich mal nennen, oder? So, mal von den anderen schleichen. Bringen Sie mir die Leiche von 47. Wenn sie für eine Identifizierung zu verkohlt ist, suchen Sie den Barcode. Ah, genau, kurz gewartet, dass er hinten um die Ecke verschwunden war, dass wir hier ganz in Ruhe mal unsere Klavierseite an ihrem kleinen süßen Hals ausprobieren können. Jennifer is down. Oh Gott, meine Freundin hat Jennifer. Das sollte ich vielleicht so nicht formulieren. Frau Paxton is down, besser so. So, noch eine schöne Waffe für uns. Ja. Die Agenturwaffen sind richtig gut. Oh, ja, unten steht auch schon die nächste rum. Allerdings auch eine Menge Kerle. Eine Menge Kerle da. Oh, Kontrollpunkt erstmal speichern, das ist gut. So, und jetzt dann hier unten. Viel, viel los hier. Das ist jedes Mal echt so ganz knapp vom Entdecken. So ganz knapp, sage ich mal. Da hinten haben wir noch Gift oder sowas. Das habe ich jetzt irgendwie liegen lassen, oder? Ne? Ja. Rattengift, sage ich doch.
Der eine Typ ist uns da noch im Weg da, links. Den rechten können wir uns dann krallen. Jo, da geht er. Jetzt schnell den Jungen hier. Und dann sofort ab in die Ecke. Ab in die Ecke. Erstmal dem seinen Klamotten anziehen. Oh, jetzt schnappen wir uns. So, die Leiche loswerden. Ist übrigens hier auch eine ganz knappe Geschichte. Also wenn ihr das im falschen Augenblick macht, dann werdet ihr entdeckt. So hat es wunderbar gepasst. Bitte, ich habe nichts gesehen. Ich habe ihr Gesicht nicht gesehen. Oh, wie ich hier überall fast entdeckt werde. Wirklich, das ist also... Ich würde ihm ja helfen, aber... Scheiß drauf. Ich verpacke ein Paket in Sektor 2. Erbitte Abholung. Boah, ich verpacke ein Paket in Sektor 2. Lassen Sie das. Hoch mit Ihnen. Naja, klar. Jetzt hat er mich was hier kurz gesehen, sagt hoch mit mir und so, aber halt, da ich ja zum Glück verkleidet bin... Oh, da verpackt er sein Paket. Böse. Ich hätte ihn ja gern gerettet, aber... Nicht jetzt, nicht hier auf diesem Schwierigkeitsgrad. Säuberung läuft. Mein Gott, das ist hier echt... Wo hat der Aufsichtsrat diese Frauen überhaupt her? Die lassen einem ja das Blut in den Adern gefrieren. Unglaublich, wo er sie immer ausgräbt. Kriegsweisen, Opfer von häuslicher Gewalt, verurteilte Verbrecher, die ganze Palette. Er gibt ihnen ein Zuhause, bildet sie aus, fokussiert ihre Wut. Gott, also erfinderisch ist er. Ich nehme einfach immer nur alles mit, was so gerade rumliegt. Und Golfschläger kann man immer mal gebrauchen. Oh, hier seht ihr jetzt wieder ganz knapp. Wirklich eine ganz knappe Geschichte hier. Oh, der rechte Typ, der stört auf jeden Fall. Weil da wollen wir lang. Ah, da hinten sehen wir schon unsere Nonne. Die wollen wir uns nämlich schnappen. Die steht nämlich immer schön da hinten zur Bar. Weiß nicht, vielleicht ein anonymes Alkoholikerproblem. Wie gesagt, in Hitman immer wieder mal warten ist einfach gesünder. So, Nummer 1 ist weg. Dann gehen wir rüber zum zweiten, verstecken uns hier. Und er hat auch umgedreht. Wir können jetzt schön hinter ihm hinterher schleichen. Da sehen wir sie. Die Heather McCartney. McCarthy. McCarthy, nicht McCartney. McCarthy. So. Ich sag ja, ich nehme alles mit, was rumliegt. Ich räume hier auf. Ich sorge für Ordnung. Ich bin jetzt erstmal nur einfach nur in die Kiste, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, um erstmal in Ruhe gucken zu können, wer hier wo in welche Richtung guckt. Und sie steht gleich hier vorne rum, macht mich auch ein bisschen nervös. Nicht des Outfits wegen, sondern einfach die MP stört mich in ihrer Hand. Lässt ihren Sexappeal ganz gewaltig nach unten sinken, in meiner Meinung. In meinen Augen, in meiner Meinung, wie auch immer. So, sie verduftet, das ist schön. Dafür ist der nächste und geht uns an, meine Güte. So. Jetzt stammen wir uns hier in den Kaffee. Rein mit dem Rattengift, werden dabei fast erwischt, kurz in das Ding angeschmissen. Und wieder ab in mein Versteck. Ab in mein Versteck. Gucken wir mal raus hier. Die Bitch ist noch nicht back. The Bitch is not back yet. Komisches Englisch. Ihr müsst mitleben, ich auch. Ja, er sucht da auch rum. Ah, da kommt sie. Da kommt sie wieder. Das ist schon extrem hot, das Outfit, oder? Vorhin hatte sie dieses Outfit an Jennifer an. Meine Jennifer könnte das vielleicht auch ruhig mal anziehen, oder? Oh Gott, wenn ihr das Let's Play guckt, dann erschlägt sie mich mit einem nassen Lappen. So läuft das. Da ist sie down. Schwarze Witwe bin ich. Na gut. Wieder eine Herausforderung freigeschaltet. Die andere 1 von 2 weiß ich jetzt leider nicht. Alle Mann in Position. Na, jetzt haben sie die Leiche gefunden. Sind jetzt erstmal alarmiert. Also warten wir hier noch ein bisschen in unserer Kiste. Machen sie uns hier gemütlich.
John Doe am Boden. Sanitäter sind unterwegs. John Doe? Hat er John Doe am Boden gesagt? Leute ohne Namen im Film heißt doch immer Jane Doe, oder? Also wenn sie weiblich sind. Ist der Typ da jetzt noch? Ja, da ist auf dem Radar noch der gelbe Punkt. Der Notarzt ist Wie lange will der da abhängen? Wir müssen weiter. Er soll sich verpieseln. Sanitäter sind in 10 Minuten vor Ort. Okay, er bewegt sich einfach gar nicht. Wunderbar, wir können einfach hinter ihm lang gehen. Ich dachte jetzt eben gerade echt, dass er sich irgendwie verpissen muss, aber so klappt's auch. Da ist unser Ausgang. Kurz das Schloss knacken und... Wir befinden uns jetzt im Motel, in der Rezeption besser gesagt. Haben neue Fertigkeit freigeschaltet, das geht ja immer, wenn jemand genug Punkte macht. So, Diana. Und, oh Gott, Agnische? Was soll das heißen? Keine Antwort. Komische Namen, die haben sich verdient zu leben. Saints Team 1, bitte kommen. Melden Sie sich, Team 1. Bitte kommen. Over. Nichts als Rauschen. Was war Ihre letzte Position? Erster Stock auf dem Gang, Ma'am. Ja, die sind da noch im ersten Stock. Versuchen Sie es weiter, Soldat. Melden Sie sich, sobald Sie sie erreichen. Ja, ganz knapp. Wirklich ganz knapp vorm Entdecken. Da muss wirklich haargenau das Timing passen. Hier hat es wunderbar gepasst. Ja, sie haut ab. Da, der Typ da aus der Tür, der hätte mich fast gesehen. So, ab nach hinten in den Ruheraum mit ihnen. In die Mr. Frosty Box. Okay, da steht noch der andere Typ da an der Kiste herum. Da haben wir gerade eine Tür gehört. Ah, da ist er gerade aus der Tür raus oder rein. Ah, ist gerade raus. Wunderbar. Perfektes Timing. Oh Gott, ich nehme immer alles mit. Und warte darauf, dass der Junge wieder reinkommt. Und hier ist eine Menge los in dem Level. Wirklich, also hier muss man echt wirklich ganz, ganz vorsichtig und sachte und behutsam zur Gemüte gehen? Nee, muss man ganz sachte und ruhig zur Sache gehen, genau, zur Sache gehen. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Echte Wortfindungsschwierigkeiten, wenn man hier wartet und war. Da ist er. Ja, ist er wunderbar an uns vorbei marschiert. So, dann müssen wir wieder jetzt hier halb durch die Gegend. Durch die halbe Rezeption durch, um ihn auch hier in die Kiste zu verfrachten. Ein Platz ist da ja noch für eine Leiche. Zumal halt das Loswerden. Wir haben jetzt halt minus 155 Punkte. Und dafür, dass wir ihn jetzt loswerden, kriegen wir wieder 155 Punkte. Also sind wir wieder bei plus minus 0. So, sie steht da auch schon wieder rum. Tja. Jetzt war nämlich einfach keiner mehr großartig im Weg. Hier stimmt was nicht. Ich traue mich jetzt. Ah, da kommt der nächste rein. Der wird es leichter entdecken, leider. Zentrale, hier wurde jemand umgebracht. Ja, genau wie ich dachte. Mausetot. Er kommt nicht zufällig hier ran. Wir verfolgen die Zielperson. Achtung! Zielperson ist flüchtig. Na, kommt er, so was ich ihn kriege? Ah, bleibt er wieder stehen. Zielperson ist gar nicht so flüchtig. Ich sitze hier immer noch, Junge. Zentrale, die Zwischenfälle häufen sich. Keine Ahnung, was los ist.
Ja, Zentrale. Hua. Arschlöcher. So, und schon ist er wieder im weißen Status. Wunderbar. Na, er kommt doch nicht zu mir, oder? Kommt er hier rein? Nee, geht wieder raus aus dem Haus. Er ist raus aus dem Haus. Was geht da ab? Hey, bereit machen! Bereit machen! Negativ. Wir haben keinen Sichtkontakt. Oh, guck mal, was da lang geht, Leute. Ey, guck mal, was da lang geht. Oh Gott, ist das hier. Bin unterwegs. Schnell hier rüber. Ihre schöne Waffe mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir sie nicht brauchen werden. Wir suchen noch. Melden uns später wieder. So, die ziehen beide noch da ab. Oh, wieso komme ich hier nicht rüber, ey? Ah, oh, gehe ich halt durch die Tür. Na gut, okay. Ah, ich glaube, ich habe einfach wieder mich anducken müssen. Eine haben wir noch auf der Liste hier erstmal. Hat sich sonst jemand gemeldet? Over. Mal zurück. Da ist er. Da ist er, die andere. Wunderbar. Ja, schön, herrlich. Tja, das sind echte Schwestern, sie macht den gleichen Fehler. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier, bis ich zurückkomme. Da ist er down. Entdeckt, ja, diese minus 1500, die hätte ich mir eben gerade nicht reinbraten müssen. Hätte ich mal lieber ein bisschen schneller geschossen. Aber ich wollte auch wirklich auf ganz Nummer sicher gehen, dass ich da wirklich direkt einen Headshot ihr verpasse. Tja, Frauen schlägt man nicht, die erschießt man. Da hatten die Ärzte nicht recht. So, jetzt müssen wir hier nur noch entkommen. Okay, alles scheint normal zu sein. Aber das ist nicht. Bis auf ein paar tote Nonnen ist alles normal hier. Aber ich finde die Sense schon mega cool. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es die Lackleder-Geschichte, ich weiß es nicht, aber sie kommen einfach cool rüber. Non mit MPs, es ist... gefällt mir. Habe ich auch deswegen als Thumbnail für die Videos ausgesucht. So. Oh, die Luft ist rein, wie es aussieht. Na, obwohl, da guckt einer in meine Richtung. Wo ist der genau? Na? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da kommt einer auf mich zu. Oh, Leute, Leute. Ich trau mich nicht. Ah, okay, der haut wieder nach da ab. Was ist hier los? Ja, der Typ, der guckt ja in diese Richtung von mir. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Ich gucke jetzt hier einfach mal aus der Tür raus. Da ist einer am Pinkeln, am... Okay, der haut ab. Ah, da, da ist er. Ah, der steht da und guckt nur in die eine Richtung, wie es aussieht. Kann ich daran vorbei? Ach, hier, guck mal, der Patriot. Der Patriot. Oh, oh. Oh, genau, ein bisschen Instinkt haben wir ja. Jetzt verballern wir einfach einen Instinkt. Hier ist direkt der Ausgang vor uns. Oh, ein bisschen in Deckung gehen, ein bisschen Instinkt verbraten. Der guckt aber sowieso nicht in unsere Richtung, habe ich das Gefühl. Als Wohnmobilbiker, das kennen wir noch eben gerade vom Patrioten, von der Mission. Oh. Mal Instinkt anschmeißen hier. Gleich leer, aber egal. Kein Instinkt mehr. Toll, super. Oh, oh, ey. Ich kann hier wirklich eiskalt dran vorbei. Ja, oh. Ich dachte gerade, jetzt macht's. Ballabum, aber hat es nicht gemacht. Tja, wir haben den Ausgang gefunden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich sage so long, goodbye, keep gaming, bis zum nächsten Teil. Euer Goody.